macht das hier? Das ist Delilah. Ja, das ist wirklich eine gute Frage, was das hier zu versuchen hat. Okay, das ist verschlossen. Schauen wir uns erstmal hier noch ein bisschen auf dem Boot um, bevor wir irgendwo hindüsen. Immer basteln, malen oder das Leben genießen. Das ist Sokolov. Sokolovs Notizen, Blutfliegen. Ich habe überlegt, ob ich es noch zu einem weiteren Buch bringe. Die Blutfliegenplage zusammen mit Grundinformationen zu Lebensdauer und Verhalten wäre ein exzellentes Projekt für einen alten Naturphilosophen wie mich. Blutfliegen sind exotische Insekten, anders als jede andere Spezies Insekonus. Ich vermute, sie stammen aus Pandysien. In Gruppen von drei oder weniger Individuen sind sie harmlos. Einzelne Exemplare greifen nicht an, was mich zu der Vermutung bringt, dass jede von ihnen einen Geruch abgibt, der einen Kollektiveffekt auf größere Verbände hat. Blutfliegen werden von Schnellbewegungen und Geräuschen angezogen. Ihre Nester können zerstört und der Schwarm damit zerstreut werden. Nester sind besonders anfällig für Feuer. Die Insekten benötigen frische Leichen zum Legen ihrer Eier, die nach atemberaubend kurzer Zeit schlüpfen. Mehr Leichen in einer sarkonischen Stadt, beispielsweise nach einer Krise oder solche, bedeuten noch mehr Blutfliegen. Interessanterweise werden Blutfliegen im letzten Abschnitt ihres Lebens wesentlich ruhiger. Sie verlassen den Schwarm, mausern sich und werfen ihre Flügel ab. Danach lebt jeder ein Leben als Individuum. Sehr sonderbar. Blutfliegen finden sich fast ausschließlich im Süden, in wärmeren Gefilden, wie auch gewisse betagte Naturphilosophen. Meine Reise nach Pandysien. Band 1. Einer meiner... Nein, das hat man nicht. Einer meiner Kolleginnen besitzt eine atemberaubende Karte der bekannten Welt. Sie ist mit Schnörkeln und Seemannszahn geschmückt und hat einen heiligen Platz über dem Kaminsims. Sie hat ein ansehnliches Sümmchen dafür ausgegeben und war höchst empört, als ich sie auf die zahlreichen Fehler darauf aufmerksam machte. Der größte Lapsus war sicherlich Umfang und Position des Kontinents Pandysien. Ach, wie doch die Kartografen sich zu zeigen fürchten, wie klein und weit entfernt unser Kaiserreich doch ist, verglichen mit dieser gewaltigen Landmasse. Als wäre Pandysien gerade ein paar Tagesreisen von Aran entfernt. Da weiß doch jeder erfahrene Kapitän, dass es Monate dauert, diese fremden Gästearte zu erreichen. Ich hatte keinen Zweifel, dass Pandysienreich an Rohstoffen war. Doch wir müssen diesen Ort verstehen lernen, wenn wir uns seine unzähligen Schätze eines Tages zunutze machen wollen. Das waren meine Gedanken, als ich mich der Expedition anschloss, doch die Fahrt stand unter keinem guten Stern, wie sie herausstellen sollte. Und so kam es, dass am dritten Tag des Monats die Erde unter einem ruhigen, doch von Wolken fangenden Himmel die prächtige Antonia Aquilo samt Kapitän und Mannschaft, Forscher und mir selbst, insgesamt waren wir 38, die Segel setzte und sich auf die grauenhafteste und beschwerlichste Reise meines Lebens begab. Und dann ging's. Ach, das sind diese Blutfliegen. Ach so, Alter, die sind ja größer, als ich gedacht hätte. Er erschuf zu Mutters Lebzeiten so viele schlaue Dinge. Es geht um die Morde überall im Reich, begangen vom sogenannten Kronenmeuchler. Als ich Crystal vor Jahren verließ, schwor ich, mich nie wieder mit politischen Dingen zu befassen. Ich hatte Schlechtes getan, aber auch Gutes, vor und nach der Seuche. Aber hier in Karnaka habe ich eine furchtbare Verschwörung gegen sie aufgedeckt. Hier, ganz unten im Reich, riechen die Kopfsteine nach Tod und Verderbnis. Ich bin mit einer Partnerin, Megan Foster, auf ihrem Schiff, der Dreadful Whale. Wir brechen am Morgen nach Dunwall auf, sobald die Gezeiten es zulassen. Ich denke daran, wie die süße Jessamine ihnen und ihrem Vater entrissen wurde. Und nun könnten sie es ebenfalls mit so etwas zu tun bekommen. Ich weiß, Corvo würde sein Leben für ihren Schutz einsetzen, aber vertrauen Sie niemandem! Da sind Sie ja, alter Mann. Ich wurde gebeten, Sie zu besuchen. Halt! Was ist mit Ihnen? Megan! Gehen wir, Sokolov, an einen abgelegeneren Ort. Bitte was? Bitte was? Anton Sokolovs Untersuchungsnotizen. Was ist da gerade in dieser komischen Sprachnachricht passiert? Das klang auf jeden Fall nach einer sehr komischen Megan Foster. Naja.
Warum kann alter Mann nicht seine letzten Jahre in einem warmen Klima verbringen, mit gutem Wein und würzigem Essen, ohne in ein Nest aristokratischer Schlangen zu geraten, die sich um das Herz des Kaiserreichs winden? Je mehr ich jede Woche erfuhr, und das seit Monaten, desto mehr gerate ich ins Grübeln über die Strömungen, die unter der Oberfläche hier in Kanaka fließen. Herzog Luca Abele und irgendein innerer Zirkel, dem anscheinend selbst Hauptmann Mortimer Ramsay von der Stadtwache von Donwell angehört, planen eine Verschwörung, die mir Angst macht. Wie viele andere sind beteiligt? Sie richten ihr Gift gegen unsere geliebte Kaiserin, die junge Emily, so viel steht fest. Aber wann schlagen sie zu und wie? Wage ich es noch einen Monat weitere esoterische Informationsfetzen zu sammeln, sie mit dem zu kombinieren, was wir schon wissen? Können wir uns überhaupt noch eine Woche leisten? Oder sollten Megan und ich heute Nacht nach Crystal aufbrechen und den undichten Kahn dem Kanal hochsteuern? Korf wird nicht zögern, er wird handeln, sobald ich erzähle, was ich weiß. Doch wenn ich zu voreilig bin, könnte das ein Untergang sein, wenn er in seine Heimat Serkonos zurückkehrt, ohne genaueres über die Sache zu wissen. Und dann gibt es noch diesen Kronmeuchler. Wenn er ein Teil von Herzog Abeles Plan ist, was ich denke, wie lange wird es dann dauern, bis die Dreadful Whale die Aufmerksamkeit des Herzoges auf sich zieht? Okay, das heißt, die wussten davon, aber die wussten nicht, wann es passieren würde. Haben uns deswegen auch nicht Bescheid gegeben. Beziehungsweise konnten uns deswegen auch nicht warnen. So, hier waren wir jetzt überall. Hier waren wir ja auch, ne? Ja. Dann mache ich hier unten hin. Versuchte Reparatur des Hilfsmotors. Anton, Ihre Idee, die Kopfdichte mit Guano zu versiegeln, ist die schlimmste, die Sie je hatten. Ich lasse den Maschinenraum schlafen, wenn Sie das nicht bis morgen in Ordnung bringen. Megan, wären alle Finder so empfindlich und ungeduldig wie Sie, würden wir immer noch in Baumstämmen übers Meer paddeln. Megan, ich habe Maulbeerkuchen gebacken, noch eigenem Rezept mit tivianischen Gewürzen. Er steht in der Kombüse. Anton, Sie alter Dummkopf, wo sind Sie? Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ich finde Sie. Versprochen. Ich vermisse Sie. Oh. Das ist ja süß. So, dann gehen wir nochmal hier durch. Aber hier scheint es nichts zu geben. Gut, dann komme ich hier wieder hoch. Dann habe ich hier alles abgegrast. Wir sind ja von hier gekommen, ne? Das war doch genau, das war unsere Kombüse. So, hier waren wir ja auch. Das haben wir ja aufgemacht. Ich noch mal einmal ganz nach oben hin und dort noch mal alles abchecken. Vielleicht gibt es ja hier noch was. Aha. Und noch ein Büchlein. Buchführung der Dread Whale. Ah, Piccolo. Da steht ja Piccolo. Ja, das können wir ja aber alles getrost ignorieren. So. Gibt es denn hier oben noch irgendwas? Das sieht nicht so aus. Aber das sieht schön aus. Oh, das ist mega hell. Aber es sieht schön aus. Boah, was ist denn? Was sind denn das für Gebirge? WTF. Das nenne ich mal ein Fels, ey. Sie hat ja ein bisschen was von den komischen Gesteinsmassen, die wir da bei dem Tor mit dem Outsider gesehen haben. So. Jetzt habe ich aber alles abgecheckt, was man abchecken kann. Jetzt haben wir uns damit noch einversorgt. Und hier gibt es auch den vierten Teil. Zwei Tote an unserem ersten Tag auf dem Kontinent, doch die neue Welt war noch nicht satt. Sie wollte mehr. Und zwar keinen geringeren als den Kapitän persönlich. Seine Gruppe war auf ein Rudel kleiner Nagetiere gestoßen, die einen Hasen oder Präriemaulwurf erinnerten. Die Verlockung frischen Fleisches erwies sich als zu groß für unseren guten Captain, der genauso wie die restliche Besatzung in den vergangenen Monaten nichts als ein wenig Fisch und Magerra zu und zu sich genommen hatte. Er bekam eins dieser Tiere mit bloßen Händen zu fassen, doch die scheinbar so gutmütigen Tiere erwiesen sich als alles andere als zahm. Nachdem sie die Kreatur dem Kapitän erlaubt hatte, sie hochzuheben, griff sie plötzlich an und stach ihn mehrmals durch eine Drüse in seinen Schwanz. In seinem Schwanz. Der Kapitän klagte an der Einstichstelle über Wärme und Jucken, wollte aber unbedingt weiterziehen. Eine Viertelstunde später bekam er keine Luft mehr und erstickte.
Mir war sofort klar, dass wir bei anhaltenden Verlusten in diesem Tempo nicht nur daran scheitern würden, den Kontinent ausreichend zu erforschen, sondern obendrein auch bald nicht mehr über genügend Männer verfügen würden, um die Heimreise antreten zu können. Es musste etwas getan werden, um das Unternehmen zu retten. Und so erklärte ich mich selbst zum Captain. Auf meinem Befehl blieb die übrige Besatzung bis zum Ende der Woche in der relativen Sicherheit des Strandes. Ich schickte zwei junge Akademiestudenten mit Netzen und Käfigen los, um ein lebendes Exemplar des Prärie-Maulwurfs zu fangen, der den Captain so schnell getötet hatte. Zuallererst waren wir schließlich auf einer Forschungsexpedition. Ja, und natürlich muss man erstmal alles erforschen, was man findet, selbst wenn es gefährlich ist. Denn wenn etwas gefährlich ist, gibt es auch immer noch die Möglichkeit, es nicht mehr so gefährlich zu machen. So, ich will erstmal noch ganz kurz gucken, was es hier noch gibt. Das kann man alles nur tragen. Alles nur tragen. Das ist ja mal. Das ist der neueste Trend. Vaters Geburtsort. So, hier ist meine Luke, darf ich jetzt mal rein? Kommen wir da nicht wieder zu... Ja, wir kommen wieder hier hin. Okay. Gut, das heißt, hier haben wir nichts verpasst. Dann können wir ja jetzt hoch zu Megan gehen. Und uns auf unsere erste große Reise begeben. Soll ich sie jetzt im Hafen absetzen? Ja, ich bin bereit. Doch in die Stadt, in der mein Vater groß geworden ist. Dann nichts wie ab. Ich darf nicht erkannt werden. Am Rande der Welt. Finde die Eddermeier-Station und nimm einen Wagen zum Eddermeier-Institut. Dies ist deine heißeste Spur, um den Kronmeuchler aufzuspüren. Ei, ei, Kapitän. Nach Eddermeier geht es nicht per Boot. Es ist zu gut gesichert. Die Garde hat da einen Wachturm. Gehen Sie landeinwärts und nehmen Sie die Bahn. Der alte Herzog von Cerkonos hat Kanaka jahrzehntelang aufgebaut. Herzog Luca Abele hat die Stadt dann in absoluter Rekordzeit geschröpft. Mit Orgien und Festen scheinen hier mehr Spaß zu haben als in Dunwall. Geben Sie Acht auf dem Weg nach Eddermeier. Der Herzog hat die Stadt der Garde übertragen. Sie greift Fremde sofort an. Ich pass auf mich auf. Hier sieht's ganz gut aus. Im Eddermeier vernichten Sie den Kronmeuchler und forschen nach Sokolov. Alchemistin Hypatia wird Ihnen helfen. Sokolov mag sie. Dann bis später beim Eddermeier. Warten Sie nur mit dem Boot, bis ich den Wachturm ausgeschaltet habe. Neutrales Gebiet. Optional für den Schwarzhändler. Ja, das sollten wir eigentlich schon machen. Und begib mich zum Eddermeier, zur Eddermeier-Station. So. Ich würde aber mal sagen, dass wir diese beiden Aufgaben in der nächsten Aufnahme machen werden. Dann schauen wir uns hier schön Kanaka an, schauen uns an, wie Kovu damals gelebt hat. Und ja, sagt mir einfach mal, was ihr von diesem Spiel haltet, was ihr von Dishonored 2 so haltet. Ob euch das jetzt mehr gefällt. Und ja, dann hören wir uns wieder, wenn es heißt Let's Play Dishonored 2. Also bis dann, meine Lieben, eure Fili, Chirio.